Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus und zwar DNA. Ja, DNA ist ein neuer Spielmodus auf dem Timolia-Server und da oben ist ein Riesenpenis. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Okay, so. Wir sind die Farbe grün. Wir müssen da, also es bildet sich quasi so ein DNA-Strang und man muss den entlang. Oh nee, da hätte ich jetzt ein Item bekommen. Och nee. Ja, wie gesagt, bei den blinkenden Blöcken kann man ein Item bekommen. Und ja, das sind dann so wie zum Beispiel ein Ei, damit du andere Spieler runterschmeißen kannst. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Schneeball. Irgendwas, damit du Speed bekommst. Den save ich mir hier mal. Okay, aber ich habe es geschafft. Sorry, also ihr kennt mich ja, wie ich beim Jump'n'Run bin. Da zucke ich immer so zusammen. So wie so ein behindert da. Okay, wie soll ich das denn schaffen? Ich bin so dumm. Egal. So. Einmal hier rüber. Und hier hoch. Und hier rüber. Und zwar, Leute, ich möchte euch jetzt ganz kurz was ansprechen. Und zwar die Fußball-WM. Jedes Jahr. Alle 4 Jahre gibt es ja die spektakuläre Fußball-WM. Und ich möchte einfach mal meine Meinung drüber erzählen, wie ich das so finde. Und zwar, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin ja nicht so der wirklich mega, mega mäßige extreme Fußballfan, dass ich da jetzt irgendwie ausraste, wenn da was nicht gewinnt. Aber, ich mag's. Also, ich mag die WM und die EM, aber privat zu spielen, da bin ich eben nicht so der Fan von. Und deshalb. Oh, ein Itemblock. Oh nee, den schaffen wir nie. Also, ich muss schon sagen, nicht so geil, aber wir sind derzeit Zweiter. Das ist ziemlich cool. Wo ist denn der nächste? Ja, also ich bin, wie gesagt, nicht so der Fan von Fußball jetzt generell. Aber bei der WM und bei der EM bin ich einfach dabei. Also ich gucke mir nicht jedes Spiel an, aber wie gesagt, auf Twitter gibt es ja die tolle Funktion, dass man einfach alles sehen kann, was man will. Ich gucke mir zum Beispiel nur die Spiele an von dem Land, wo ich sage, ja, das möchte ich, dass es gewinnt. Oder zum Beispiel, wenn mich wirklich... Oh, ich habe ein Ei bekommen, Moment. Ja! Ja! Ich habe ihn runtergeschubst. Das freut mich. So, wir sind derzeit auf der Ebene 20, aber da ist schon einer auf der Ebene 26. Ich denke nicht, dass wir das schaffen könnten. So, den save ich mir mal. Ja, das war klar. Aber Leute, ich muss sagen, mein Lieblingsland derzeit, also Österreich nimmt ja sowieso nie teil, weil die sind einfach Nieten im Fußball, muss man einfach sagen. Dafür sind sie gut im Skifahren. Was ich sagen muss, ist, mein Lieblingsverein derzeit, also was heißt der Verein, natürlich im Land, ist Niederlande. Aus dem Grund, ich mag Niederlande einfach und ich finde, die sind wirklich sehr gut in Fußball und haben es in Spanien jetzt mal richtig gezeigt mit dem... Sorry Leute. Mit 5:1, die haben einfach die Spanier richtig kaputt gemacht. Leider haben die Spanier dann aber ein Tor gehabt. Und Leute, das ist meine Meinung. Sorry an die Leute, die Spanien-Fans sind. Hatet mich dafür nicht. Das ist, wie gesagt, jeder hat einen anderen Liebling, ein anderes Lieblingsland. Und deswegen hatet mich dafür bitte nicht. So, okay. Wir müssen jetzt aufholen. Wir sind nämlich schon auf 26, 27. Weiter geht's. Wo ist der nächste Block hier? Okay. Ja, wir müssen den nämlich überholen. Okay, ja, ich wusste, dass wir den nicht schaffen, deswegen habe ich den auch gesaved. Aber es dauert halt jetzt wieder ein bisschen. Okay, wir sind Zweiter. Oh, sorry, Facebook. Ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir, weil die Runde so schnell ging. Oh, das sieht dir geil aus, oder? Moment, ich mache schnell einen Screenshot. Ja, sieht doch gut aus. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, diskutieren wir über die WM noch ein bisschen weiter und sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Bis gleich.
So, und herzlich willkommen in der zweiten Runde. Ja, und zack, hinter uns natürlich wieder der riesige Penis, der mir Angst macht. Nee, sorry, Leute. So, jetzt erstmal versuchen, gut zu sein. Und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich war bei meinem Favorite derzeit, bei den Holländern. Aber, Leute, die Holländer sind nicht die einzige Mannschaft, die ich gut finde. Und zwar finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und zwar Deutschland. Also, ich muss sagen, die haben mich richtig begeistert. Gestern beim Spiel. Alter, einfach mal ein 4:0. Ist ja auch wirklich eine ziemlich, ziemlich starke Mannschaft, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ich finde es richtig stark, was die so leisten. Und ja, auf jeden Fall Respekt. So. Den safe ich mir auf jeden Fall. Okay, wir sind lila. Lila. Okay, den haben wir nicht geschafft. Kein Problem. Wir sind auch ganz gut dabei, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine Welle haben, wo wir ständig runterfallen. Ist das, schätze ich mal, kein Problem. Oder solange wir safen, aber es ist ja so bei dem Spielmodus hier, umso mehr Blöcke man sich sichert, umso mehr umso mehr Blöcke, wie man sich sichert, umso länger dauert es, dass ein neuer Block spawnt. Das habt ihr sicher in der letzten Runde gemerkt. Ja, gut. Egal. Jetzt gehen wir mal nicht aufs Gameplay ein, sondern wir gehen jetzt einfach hier wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft ein. Und zwar, wie gesagt, ich gucke die WM nicht dauernd, aber ich weiß auf jeden Fall immer dann alle Ergebnisse, weil mich die Ergebnisse dann schon sehr interessieren. Aber es ist halt so, dass zum Beispiel auch die WM anscheinend nicht immer nur Positives bringt, wie man zum Beispiel am Beispiel von Brasilien kennt. Das jetzt nicht meins, oder? Ist das meins? Ernsthaft? Wow. Oh, ich habe einen Jump Boost. Kacke, wo muss ich denn hin? Okay, der ist jetzt höher, denke ich. Nein, der wäre jetzt noch einer gewesen. Och Mann, sorry. Aber ich habe noch immer einen Jump Boost. Und wie lange habe ich denn noch? Eine Sekunde. Ja, okay. Hallo. Gut. Du bist in meinem Block. Geh weg da. Okay. Wir sind ganz gut dabei, Leute. Wir sind ganz gut dabei. Ich sollte mir eigentlich nicht immer so ein Thema nehmen, wenn ich gerade unterm Spielen bin, weil dann kann ich das nicht so gut. Aber Leute, trotzdem war es ja nicht so ein ganzes Thema. Ich wollte es ja nur mal ansprechen. Guckt ihr die WM? Was ist eure Lieblingsmannschaft? Würde mich mal sehr interessieren. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also bei mir ist es derzeit Holland, weil ich mag Holland einfach ganz gerne. Und die spielen, wie gesagt, auch super, meiner Meinung nach. Und ja, da gibt's jetzt Dritter. Jetzt sind wir sogar noch ein Schlechter geworden. Ja, gut. Aber die waren auch wirklich gut. So, Moment, ich mache hier oben noch einen Screen. Ups, F2. Warte, hier, unterm Fallen. Wow, das sieht doch schön aus. Natürlich für Thumbnail. Ich würde sagen, wir gehen in die Lobby. Dann. Okay, ich würde sagen, wir stellen uns hier neben Xiantel. Komm her. F5. So, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt von der heutigen Folge DNA. Kommt auf jeden Fall auf den Server und probiert den Spielmodus mal selber aus. Also, ich finde den ziemlich geil. Also ich finde den richtig geil. Ich spiele das manchmal einfach selber. Ich finde auch den Server sehr schön gestaltet. Auch hinten, Moment. Hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, müsstet ihr schon erkennen können. Und zwar, Moment, ich gehe einfach mal hin und zeig's euch. Hier einfach so richtig coole Statuen in der Mauer. Und, was heißt in der Mauer? In der Landschaft, ja, ich finde das richtig cool. Und auf jeden Fall, Leute, ja. Was ist eure Lieblingsmannschaft? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich echt sehr interessieren. Meine ist Holland und wie gesagt, jeder hat eben seine eigene Lieblingsmannschaft, deswegen muss man den anderen jetzt nicht beleidigen oder so. Auf jeden Fall, ich gucke die WM
bin jetzt aber selbst nicht persönlich nicht so sehr Fußball interessiert, aber WM und EM finde ich immer ganz cool. Und ja, ich würde sagen, das war's von dem heutigen Video. Dinecraft kommt bald, die letzte Folge Last Team Standing kommt jetzt aber dann wirklich bald. Und ja, weil in Dinecraft, ihr kennt bestimmt den Trouble Games, ja, wir müssen da auf jemanden warten, vielleicht geht's ja um den Shop. Ich weiß nicht. Schon wieder ins TS. Okay, ich würde sagen, bevor hier noch der komplette Chaos ausbricht, würde ich sagen, war's das. Haut rein und ciao.